Oberst, bitte übernehmen Sie. Es geht los. ADAC Torausgabe. Und Uwe, ich weiß nicht, ob das Schicksal ist, aber zum 50. Jubiläum haben wir endlich wieder diese Fans. Und jetzt geht's auf die Reise und wieder der Podcast. Sich bloß da ein Neuseeländer, der einmal im Jahr über den Teich geflogen kommt, da werden wir später sicherlich auch noch drauf eingehen. Und mit seinen 7 bunten Geschichten, dafür haben wir jetzt noch gut 24 Stunden Zeit, die aufzubereiten werden. Startgruppe 2. Auf der Folge sich jetzt die zweite Startgruppe an für die Einführungsrunde Eierschaft und Porsche-Kampf-Spezialist. Wir gehen in Startbahn nicht mit 127, das ist wirklich ganz hier aus dem Aber hier, Maso Pieke in Kempenich, der hat es an einer guten alten Zeit der Rennsportmeisterschaft der DTM unterhalten. Ja, das ist die 50. Edition, die 50. Ausgabe des ADAC. Dann hier oben bei Startziel festhalten. Greifen wir das mal auf, was wir da gerade in den Interviews gehört haben. Hier gibt es gleich keine Zurückhaltung, so nach dem Motto. Jetzt in der Einführungsrunde, da haben wir viele Kraftfahrzeuge aus dem Hause BMW. Wir haben da wirklich eine bunte Fahrzeugpalette. Unsere Freunde aus Thailand, die auch schon seit vielen Jahren den weiten Weg auf sich legen, sind wieder dabei. Aber auch das ist alles regelmäßig, was Sie nicht verkehren. Es ist nicht leicht von Ihnen loszufahren, aber Sie werden alles geben und das gilt für alle anderen. Die Einkämpfer die Kunden. So, und natürlich auch einer, der offiziell geworden ist, Martin Topschick, letztes Jahr. Die Ampel, jetzt geht es dann auf die Reise. Wir schauen mal. So, das Rennen ist eröffnet. Die 24 Stunden gehen los und es ist der Kampf. BMW gegen Ferrari, der Sprint hin zu Kurve 1. Hier Ski gegen Eng. Und was macht Jordan Pepper dahinter? Jordan Pepper, den Konrad Lambo zeigt sich, kommt damit die Kosten dann gleich mal über. Versuchen, das Beste daraus zu machen. Feld eng gestaffelt und auch hier schauen wir auf die Ampel, die jetzt auf grün umschaltet und breit fächern sie auseinander, mittendrin auch die KTMs, also hier wird es jetzt mindestens genauso eng in der Anfahrt. Zur ersten Kurve, der Brigadelli Porsche, kann er die Führung behaupten? Jetzt müssen wir den Perspektivwechsel machen. Ja, ganz aber Gewinner des Starts in die Breite gehen, sondern da ist Carlo Van Damme jetzt schon in der guten Situation, diese dritte Startgruppe deutlich friedlicher, zumindest was den Kampf auf der Start- und Zielgerade anbetrifft. Das Sortieren dann in der Schikane funktioniert auch bestens. Die ist auch noch vorne. Das der US-Amerikaner, es ist tatsächlich verhaken auf dem Auto. Die Driver-ID ist jetzt in diesem Moment auch korrigiert worden. Er hat diese Runde begonnen mit Purple und jetzt kommt sie hier das erste Mal in die AMG-Arena. Volle Kapelle, alles was liegt, bitte schön auf. Von vielen.
Tim. Yep. Yep, Piccadilly. Thank you.
Lenkung. Auch da nochmal die Genesungswünsche weiter.